Okay, Leute, da sind wir wieder mit 4-2. Oh mein Gott, will die runterspringen. Alter, ernsthaft? Oh, du Spinner! Lauf! Lauf! Psycho! Kann ich auch. Mal hat leider nicht getroffen, irgendwie. Hier. Stirb. Oh, die Munition geht langsam aus. Weste. Ah, Alter. Ernsthaft, geh weg. So. Haben wir voll. Voll. Hä? Mann. Ja, wir können ihn auch tot schlagen. Ist aber, glaube ich, ein bisschen riskant bei dieser Steuerung. Alter, jetzt ist vorbei. Jetzt habt ihr verschissen, Leute. Ihr habt verschissen. Jetzt brauche ich meine Pistole. Das ist vorbei. Ey, du bist so ein Penner. Ey, der hat sogar getroffen. Stirb. Du auch. Muss gleich probieren, du Stück Scheiße. Der hat mich getroffen mit der Granate. Ist hier irgendwas? Ah. Pistolenmuni. Geil, 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 geil. Okay. Ey. Der hat schwere Granate geworfen, oder? Was soll denn das? Könnt ihr nicht mal fair spielen und die Granaten weglassen? Ich benutze doch auch nicht. Oh, Alter. Der hat nicht schon wieder eine geworfen, oder? Nee. Okay, Fahrstuhl. Dafür muss Zeit sein. Verdammt, was machen Sie noch hier drin? Die jagen den Laden gleich. Wir haben auch ein Slow-Mo. Mode. Weil wir sind Ultra Hulk. Weil ich weiß, dass wir alle sterben. So ein Schutz, was wäre jetzt toll wieder. Das hat mit Projekt Harbinger zu tun. Ach so. Erkläre ich später. Bewegung. Wir haben auch eine Taschenlampe. Immer noch. Oh mein Gott, ein Rollstuhl. Ich gehe auf Nummer sicher, weil ich möchte nicht gern angezündet werden. Lass mich in Ruhe. Die Hauptperson, die dürft mich nicht anschießen. Yeah. Ich wusste es. Kunstblut. Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Ich gehe zur Radiologie. Hier stimmt was nicht. Ich fühle mich irgendwie unsicher hier drinnen. Hier war schon jemand. Oh nein. Ja, da unten verlockt natürlich diese ganzen verbrannten Leichen. Ah, das macht der schon. Cool. Ach, wird angezündet. Nein. Ich brenne. Eric, hilf mir. Beam mich rauf. Ey, du Pisser, Mann. Alter, wer nicht weiß, wer Eric ist, ne? Von den CSI-Filmen. Ich weiß gar nicht welcher. Oh, eine Spritze, geil. Oh, noch mehr. Ah, ah, ah.
hier. Hier. Ich glaube, damit müssen wir quitt sein. Ey, das gibt es nicht. Was habt ihr gegen mich? Ich bin auch nur die Hauptperson. Ey, diese ganze Loot, wer ist hier ausgelaufen? Was ist das? Ein Seifenspender, cool. Den brauchen wir noch. Ja, wir sind wieder voll auf dem Trip. Weil da durchkommen ohne... Ja, es geht. Wow. Ein kontaminierter Mülleimer. Eigentlich für kontaminierte Sachen, aber... Hier ist sowieso alles anders. Weil, hey, wir verfolgen einen Geist. Wo gibt's denn sowas? Ja. Pistole ist definitiv die beste Waffe bis jetzt. Nein, die wollte ich doch gar nicht werfen. Egal, Störung kann auch nichts dafür. Haha. Neu. Hätte eigentlich tot sein müssen. Würde ich gerade sagen. Ey, woher kommst du denn schon wieder? Hallo? Nochmal, wer gerade erst eingeschaltet hat, ich nehme die Pistole nicht, weil ich irre bin. Ich nehme sie, weil ich Munition sparen muss. Also ich kann auch mit normalen Waffen schießen. MG, Rocket Launcher, Flammenwerfer, Hydropumpe, Säuregranaten. Alles. Und was jetzt? Alma, sie will sicher alles drin, so. Sein telästhetisches Profil Müll. Ist ungewöhnlich. Ich denke, sie kann ihn spüren, auch ohne Verstärkung. Hey, Snakefist, wer ist denn Alma eigentlich? Snakefist, wir haben anscheinend 1 Million Namen. Snakefist, Ende. Mir fehlen die Worte. Ich würde ihm gern... Ne, wir gehen hin. Wenn jetzt welche rauskommen, dann werde ich sauer. Guck mal, sogar Rollschuhfahrer. Hä? Man kann nur erahnen, also man, es ist unklar, aber wenn man sich den anguckt, wie ist der gestorben? Ich glaube, er hat sich das Genick gebrochen. Das wäre jetzt mein... Das Krankenhaus ist voller Blut, tote Leute und wir gehen in eine Toilette, natürlich, klar. Also der hat es wirklich nicht verdient zu sterben eigentlich. Er hat sich so viel Mühe gegeben, daneben zu schießen. Er weiß, was gut für ihn ist. Was war das? Okay. Ich muss da jetzt... Was ist mit dem passiert? Sein Kopf. Ja. Da ist irgendwas reingegangen anscheinend. Ich habe ihn erlöst. Ja, wir sind sehr nett heute. Ey, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, ihr habt nicht nur mich als Feind, ihr Penner. Ey, von allen Seiten kommen die jetzt. Hier, für euch.